So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Nach den letzten extrem handwerklichen Videos gibt es heute mal wieder ganz was anderes, um immer ein bisschen Abwechslung zu bringen, weil der Herr hinten, Sascha, sag mal hallo. Hallo. Ist nämlich durch Zufall in Hannover und ihr kennt ihn ja schon aus den letzten Videos, Firma TuneTech, stimmt ja immer fleißig unsere Autos ab. Und heute haben wir ein Exemplar hier, das stand auf dem Hof und das muss ich euch jetzt unbedingt einfach zeigen. Und zwar RS6 von Daniel aus Hamburg. Kennt ihr Daniel? Ihr lernt Daniel auf jeden Fall noch kennen, weil Daniel hat nämlich auch ein RS4, ein Avant mit wirklich auch allem im Carbon, auch von Artyom und Chris gemacht. Und der hat sich jetzt ein RS6 gekauft und was machen wir mit dem heute? Ja, wir machen heute ein bisschen Software. Software? Ja, Getriebe und Motor. Ich dachte eigentlich ursprünglich, das Ding ist komplett original. Dann ist mir aber wieder eingefallen beim Einsteigen, nein, so wie man Daniel kennt, der dreht nämlich immer komplett durch, war dieses ganze Auto schon wieder bei der Firma Night Factor und hat einen kompletten Innenraum bekommen. So wie man nur unschwer erkennen kann. Alles Alcantara, gelbe Nähte, viel Carbon, sieht auf jeden Fall schäffig aus, oder? Auf jeden Fall, also Hammer. Was auch krass ist, wenn so viel ein Alcantara ist, man steigt hier ein und irgendwie ist es gleich so wohnzimmermäßig. Ja, habt ihr denn eure Schuhe abgetreten? Ja, wir sitzen hier eigentlich barfuß, aber das können wir jetzt nicht zeigen. So, okay, das heißt, lange Rede, wir fahren jetzt als erstes mal eine Runde. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sowas fährt. Ja. Kannst du noch was zum Auto sagen? War RS6 4G, Performance. Ist ein Performance, okay. Ist ein Performance, soll 605 PS haben. Schätze mal, die streut eh nach oben. 640, 650 schätze ich den in der Serie. Oder echt? Streuen die echt nach oben? Ja, ziemlich stark sogar. Warum auch immer, aber Audi muss was tun. Die sind zu schnell. Ja. Nee, also ist aber eigentlich 4 Liter Bito V8. 4 Liter Bito V8. Getriebe? Getriebe ist ein 8 HP 55. Mhm. Ja, würde ich sagen. 55? Nee, ich glaube 55, genau. Mhm. Das heißt Automatik? Ja, ist ein Wandler, 8 Gänge. Acht Gänge. Mhm. Schaltet aber relativ gut und wir werden dafür Sorge tragen, dass er noch ein bisschen besser schaltet und die Drehmomente freigibt. Okay, das heißt, kriegt sowohl Motor als auch Getriebesoftware. Genau, TCU und ECU. Aber als allererstes fahren wir jetzt einfach eine Runde. Genau, damit wir erstmal wissen, wo er überhaupt steht und dass wir ein paar Daten haben. Im erstes schon mal, Performance hat dann ab Werk dieser Kapowitsch drunter, ne? Ich glaube ja. Und das ist nämlich dieser Kapowitsch-Anlage. Also klar, wir sind jetzt hier im Sportmodus, aber die ist schon knackig. Ist auf jeden Fall schon laut, ne? Ja. Na, da war halt der alte RS6 auf jeden Fall als V10 immer noch mal krasser, so, ne? Ja. Es war halt einfach ein 10-Zylinder in so einem Auto, war halt einfach die Macht eigentlich, ne? Würde ich sagen. Was hast du fährt so ein Ding? 102? Ich meine, jetzt klar, es waren drei Leute hier drin. Drei Leute? Also sagen wir mal so mittlere bis hohe 8, sage ich jetzt. Müsste kommen. Schauen wir mal. So, für alle, die jetzt das erste Mal einschalten, wir haben hinten an einem Nabendeckel hat Sascha seinen mobilen Prüfstand angebracht. Das ist ein Ensorex-System. Da kann man alle Parameter eingeben, macht dann einmal eine Messung und kann später am Laptop auswerten, wie besser das Ding hat. Ich packe meine Infokarte rein, wo wir das ein bisschen genauer erklärt haben. Weil jetzt nochmal darauf eingehen, würde den Rahmen auf jeden Fall sprengen. Aber sonst extrem schönes Auto so, ne? Ja, sehr edel. Passt auch mit den gelben Nähten. Ja. Schönes Auto. Ja, der Daniel hat wirklich teilweise wirklich, wie kann man das vorsichtig formulieren, Art einer am Sender? Ja, einer an der Waffe, sag so wie es ist. Einer an der Waffe, genau. Ja, genau. Hat wie gesagt eine RS4 B5, alles Carbon. Ja. Von dem habe ich übrigens auch diesen Titanschrauben waren, weil er hat, glaube ich, sogar vor mir damit sogar angefangen. Ja. Er hat wirklich noch mehr Schrauben mit Titan. Ja. Kauft alles neu. Ja. Also das Auto müssen wir euch auf jeden Fall irgendwann auch nochmal vorstellen, aber noch ist der auch nicht fertig. Ne? Nee, der ist noch nicht fertig. Soll auch auf jeden Fall über 1000 PS kriegen, auch ein Motor von Björn drin und so weiter. Und dann hat aber noch so einen verrückten Golf 2, R30, Turbo für Viertelmeile. Und dachte, er hat zu viele Projekte. Der mit dieser Tapetenfolie. Genau. Ja. Ja, der ist cool. Mit diesem. Und mit dem Boot. Und genau, ein Boot hat er noch. Hat er zwei Boote hat er noch. Ferngesteuerte Boote, solche Dinger. Ja, ja, Riesenteile, genau. Da, da, da.
hinten ist es noch viel, viel lauter als hier vorne. Ne? Weil hier vorne ist es gar nicht so schlimm. Jetzt höre ich dich wieder. Also das Ding schreit einen halt schon brutal von hinten an. Ne? Man hört von vorne gar nichts, aber von hinten halt viel. Ist das erst mit Klappe auf oder zu? Er ist Klappe auf. Okay. Dass man sowas so zugelassen bekommen hat, so mit dem Auspuff, ne? Oh, guck mal, ich sehe gerade, selbst den Spiegel haben sie bezogen, ne? Wirklich? Ja, ja, stimmt. Halt genau. Auch der Spiegel dran hängt, da den Regensatz oder was ist das? Hat Keramik drauf, bremst natürlich geil. Große Keramik. Ja, das macht richtig Spaß. Ja, das waren jetzt 252, eine 7,8. 252, 7,8? 7,8, ja. Verdammt, müssen wir toppen. So, also getriebemäßig würde ich jetzt vom Gefühl her sagen, das wird sich jetzt für euch auf jeden Fall schnell anhören, durch dieses Knallen, ne? Ja. Aber man merkt richtig, dass der kurz vorm Schalten so richtig Gas wegnimmt eigentlich so. Das ändern wir gleich. Also das ist, glaube ich, mehr so eine akustische Sache, dass man wirklich jetzt gerade denkt, boah, das Ding wird brutal schnell schalten. Tut aber eigentlich keine. Wie ist das hier ab Werk? Was fährt der dann? 280 oder wie ist der? 305. Ah, der ist ab 305 so? 305. Das ist der Performance. Dann ist der Daniel ist auch einer, der fährt 300, 500 Kilometer, oder? Ja, er hat mich ja vorhin gebeten aufzumachen. Jetzt ist die Frage, was machen wir denn? Was kommt hier leistungsmäßig ungefähr am Ende raus? Oh, ich hoffe doch so 57, 67. Er fährt ja nur noch 2 Oktan. Mhm. Hab schon gesehen, der ist ranzig fett. Der fährt oben aus Serie 077, 076. Sollen wir mal ein bisschen ändern. Zündung fährt auch nicht so doll. Ladedruck ist okay. Schauen wir mal, wir haben ein bisschen was zaubern. Das heißt aber, mit 750 PS muss so ein Koffer doch locker am Ende, ich sag jetzt mal vorsichtig, echte 330 fahren? Ja. So in dem Dreh, 335? Ja. Ah, ich glaube, ich würde Daniel 320 reinschreiben. Ich glaube, da kriege ich Mecker. Machen wir heimlich. Aber andererseits, er wird es auch im Heimweg noch ausprobiert. Hundertprozentig. Wenn da nicht eine 333 auf der Uhr steht, dann ruft er gleich an. Na. Das kommt leider auf der Kamera gar nicht so rüber. Nee, nee, hier vorne hört man das. Hier auch vorne nicht so. Ist es auch nicht so. Wahnsinn. Und das, obwohl er wahrscheinlich schon jeden Firlefanz so haben wird, ne? Ja. Aber geht echt schon gut, ne? Für Serie? Serie. Ja. Wo ich positiv überrascht bin, ist, dass das als in Anführungsstrichen nur V8 mit 4 Liter, ne? Ja. Schon so gut unten raus fährt, ne? Ja. Und auch nicht leicht, ne? Überleg mal, das Ding wird wahrscheinlich mit uns hier drin jetzt fast 200 Tonnen wiegen, so. Ja, so 2400 knapp, denke ich mal. 2000, ne, da, das muss ich sagen, das ist beeindruckend. Ja. Bin ich zum Glück ja schon ein bisschen geheilt über die Jahre. Das sagst du nur, weil die Kamera an ist. Das sagst du nur, weil die Kamera an ist. Achso, nee, ist wirklich so. Also ich fahre zwar mit dem Bus immer Vollgas, aber der ist halt auch nicht schnell, ne? Ja, gut. So, pass auf, jetzt gucken wir mal, ob wir hier nicht eine 100-200 mal einmal hinkriegen. Weil das ist nämlich meine Strecke, die kerzengerade ist hier. Schön. So. Darauf hin? Na ja, darauf filme ich gleich, wenn du dann drauf latscht. Okay. Wir werden ein bisschen langsamer werden, nicht, dass es heißt, wir haben zu spät gesehen. Wenn du jetzt alleine drin fährst und der tankt nicht gerade, ist typisch Daniel, natürlich nochmal ran voll tanken vorher. Also ich sag dir alleine drin, aber gut, was liegt Daniel? 110? Ja, der will auch ein bisschen was liegen. Der fährt garantiert 7,7, 7,8.
gesessen. Genau. Und die beiden Herrschaften rechts und hinter von mir sind leider nicht so die schlankesten und leichtesten. Hallo? Hast du das gehört? So, das heißt, hier ist richtig gewichtet. Also die ersten Gänge, das ist für mich auch immer noch schön, weil ich bin es halt bei Limo und Kombi bei allen Autos gewohnt, immer so ein Ding durchzureißen. Ja, ne? Ja, ja. Und hier sitzt du halt einfach drin, beide Hände am Lenkrad und fährst. Ja. Aber klar, du kannst halt 700 PS nicht mit 1200 vergleichen. Ne? So. Ja, geht nicht. Ich würde sagen, jetzt fahren wir wieder zurück, gucken wir einmal, was die Messung ergeben hat, genau. Und gucken wir einmal, was du so an der Software drin hast. So machen wir das. Und was kam bei raus, Sascha? Jo, wir haben jetzt die Serienmessung. Mhm. Wir sind bei Motorleistung effektiv auf der Straße 682 PS, korrigiert 653 und hat 821 Newtonmeter geschmissen. Haben wir uns ein bisschen vertan, wir dachten so knapp 900. Ne? 900, ja. Ja. Aber 821 ist natürlich auch stark, ne? Ja. 653 PS, muss man natürlich sagen, ein Auto, was 50 PS nach oben streut, zu aktuellen Zeiten, ist schon heftig, ne? Dürfen wir mal nicht vergessen, wie du gesagt hast, Akrapovic und Hosenrohr, ne? Ah, okay, Hosenrohr auch gemacht. Genau, wir haben den Flow schon ein bisschen verbessert, oder bist du eher hat's gemacht, ne? Okay, wenn man jetzt natürlich, klar, wenn man jetzt denkt, Auspuff und Hosenrohr und so weiter, dann wird so ein Auto das ja auch merken und auch anders fahren. Natürlich, aber 50 PS nach oben ist schon gut. Das ist schon flott, ja. Ne? Würde auch eventuell die gute Zeit erklären. Ne? Ich meine, ich fand das sehr stark. Ja. Zu dritt. Ja, ja. 8,5. 100, 200, das ist schon echt ein voller Tank. Ne? Mhm. Das heißt, wir ändern jetzt auf jeden Fall Ladedruck. Wir ändern den Ladedruck, wir ändern die Zündwinkel. Kannst du den einfach jetzt reinschreiben, nein, statt 1,8, 2-Bar? Jein. Das ganze Basismodell von dieser Steuerung ist ja immer die 17, die ist auf Momentenstruktur aufgebaut. Mhm. Das heißt also, ich muss die Drehmomente so hinbiegen, dass sie zueinander passen. Okay. Also ich kann nicht hier viel machen, hier wenig, dann funktioniert es nicht richtig. Ne? Kraftstoff. Hat der eine Abgastemperaturüberwachung oder so? Ja, hat er auch. Die bleibt aber wahrscheinlich wie original? Jein. Wird ein bisschen abgeändert. Okay. Lambda? Ja, natürlich. Also auch die eigentliche Regelung wird auch? Genau, du hast eben einfach mal Teillastlambda, Volllastlambda, Bauteileschutz und so weiter und so fort. Das muss eben alles dementsprechend angepasst werden. Kann man da direkt den Lambda-Wert reinschreiben oder ist ja das auch wieder Moment? Nee, das kannst du. Das kannst du bei dieser Bosch-Steuerung, Gott sei Dank, du schreibst rein, du willst nicht über Volllast haben, 0,79, dann fährt er das. Das ist ja so ein Nachteil an meinem alten Steuergerät. Also das ist eigentlich der einzige Nachteil beim Limo-Steuergerät? Ja. Dass der unter Volllast gar keine Regelung da hat, nein, was den Lambda-Wert angeht. Richtig. Hat natürlich auch den Vorteil, dass es halt das macht, was drinsteht. Ne? Ja. Ja und nein. Und nicht versucht, irgendwas anzufahren. Oder? Genau, richtig, ja. Mhm. Das ist natürlich Volllast geregelt. Da kann eigentlich in der Regel nichts verrutschen. Mhm. Und dann als letztes Zündung halt wahrscheinlich noch. Genau. So, das sind erstmal die wichtigsten Punkte. Und dann natürlich noch Getriebe. Getriebe knallen, muss man machen. Schalten. Ja, genau. Knallen, schalten. Getriebe, einzelne Steuergerät? Ja. Also ist unabhängig voneinander. Es arbeitet zwar miteinander. Ja, ja, natürlich. Die haben eine Kennbusverbindung. Ne? Du kannst natürlich über die Motorsteuerung, könntest du dem Getriebe sagen, mach was du willst, interessiert mich nicht. Mhm. Aber ich glaube, das machen nur Leute, die nicht wissen, wie das Getriebe geschrieben wird. Sag ich jetzt mal, keine Ahnung. Achso, das heißt, das Getriebe fragt auch schon über diesen Moment vom Motor. Ja. Wenn du, sag ich jetzt, in der Motorsteuerung, sag ich mal, viel mehr Moment programmierst, als das Getriebe zulassen würde, weil die Momente dort praktisch begrenzt sind, sagt das Getriebe, du darfst jetzt nicht so viel machen. Und dann nimmt er die Leistung weg. Oder schaltet einfach wild hin und her. Ja, wenn du ganz viel verbiegst und verschlimmbesserst, ja. Okay, das heißt, Sascha schreibt jetzt die Software fertig. Die wird dann da einmal drauf geflasht. Genau. Das geht hoffentlich schneller als bei den älteren Autos. Ja. Weil ich kenne das noch so aus Zeiten, wo wir mal eine Stunde saßen. Ja, gut, das ist vorbei. Das ist vorbei, okay. Und dann geht's auf die nächste Probe. Genau. So, ich würde sagen, wir probieren gleich mal eine 100-200 hier irgendwie zu fahren.
ist für dieses Auto leider Mord, weil der hat ja so einen Wasserladeluftkühler drin. Ja. Das heißt, ohne Fahrtwind wird die Wassertemperatur immer höher und dementsprechend die Ladeluftkühlung immer schlechter. Ne? Also ich denke mal, da sind wir auf jeden Fall reproduzierbar, wahrscheinlich irgendwo bei 7,6, 7,7. Ja. Mit drei Leuten hier drin, das heißt, Daniel wird nachher wahrscheinlich alleine eine 6er-Zeit fahren. Ne? Voller Tank, bitte, nicht vergessen. Voller Tank, ja. Also unter Optimalbedingungen fällt hier definitiv eine 6er-Zeit. Ja. Was krass ist, wie gut das Auto so fährt. Ja. Oh, das Ding fährt halt einfach wirklich wie... Wie findest du das Getriebe jetzt? Gut. Also er macht halt komplett nicht mehr dieses Gas wegnehmen und dann wieder fahren, sondern fährt es halt einfach in 1 durch. Fast DSG, ne? Ja. Ist jetzt im vierten? Ja. Jetzt halt auch wichtig, möglichst lange einfach nur rollen lassen. Ne? Genau, man sagt so 30, 40 Stundenkilometer. Das ist, glaube ich, auch wirklich nicht so jemand, der es noch nicht gemacht hat. Ne? Nee, also Daniel, ja. Aber da Sascha und ich ja zum Glück schon einige tausend Messungen gemacht haben. Ja. So, also, jetzt können wir den Gang wieder reinziehen. Und er läuft aber tatsächlich. Ja, okay, da haben wir tatsächlich um die Tageszeit tatsächlich eine Zeit hinbekommen, eine Messung hinbekommen und jetzt fahren wir zurück und werten das Ganze aus. Ja, jetzt der spannende Moment. Mal gucken, was an Leistung rausgekommen ist. Ne? Jetzt gucken wir mal, was an Leistung rausgekommen ist. Bin selber sehr gespannt. Oh, guck mal. Was haben wir geschätzt? 750, 30, ja, so in dem Bereich. Ja, schauen wir mal. Also Kurve erstmal gut. Ja. Kennst mich. Normalerweise würde ich jetzt so lange popeln, bis das hier richtig gerade zieht. Mhm. Aber ich das, sag mal, das ist jetzt die Leistung logischerweise, genau. Ne? Aber das können wir vernachlässigen. Das ist so minimal der Abfall hier. Mhm. Das sind vielleicht 4-5 PS, mein Gott. Ne? Dafür haben wir ein schönes Plateau. Ja. Du siehst aber komischerweise, und ich kann es nicht erklären, warum, wenn du jetzt von der Radleistung gehst, ist gerade. Ne? Mhm. Motorleistung fällt hier so ein bisschen ab. Aber hier auf jeden Fall ist ein schönes Plateau. Und wir haben Tatsache erreicht, 766 auf der Straße, korrigieren 733. Mhm. Ja, dann waren wir ja wirklich tatsächlich genau drin. Aber das ist natürlich, was mich so fasziniert. Ne? 1035 Millimeter. 1035 Millimeter. Aber das haben wir auch gemerkt, ne? Wenn wir von raufgefahren sind. Ja. Ne? Der Popo ein bisschen gewedelt. Mhm. Der schiebt schon gleich unten raus. Genau. Ja. Richtig kernig an. Ja. Mal eine doofe Frage, was heißt korrigiert? Na, korrigiert ist ein Wert, sag ich mal. Wir messen jetzt effektiv mit den Klimawerten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Wir haben jetzt zum Beispiel 1002 Hektopascal, 11 Grad Außentemperatur gehabt und der Korrekturwert, oh Gott, jetzt fragst du mich natürlich, ist nach EWG, ich glaube, das waren 980 Hektopascal und 20 Grad oder so. Und daraufhin hat er praktisch seine Faktoren, wo er das korrigieren kann, ja, und korrigiert die Leistung, dass du das eben vergleichbar hast mit anderen Fahrzeugen, die irgendwo gemessen werden. Genau, das heißt, theoretisch kannst du dein Auto hier messen und kannst es in Süditalien messen. Genau. Und er würde es dir wieder umrechnen, dass wenn beide Autos am gleichen Punkt wären, du quasi das gleiche Ergebnis hast. Ja, okay. Also nicht das gleiche Ergebnis. Zumindest, wenn er in Süditalien einen Wert hat von, ich sag mal, 729 PS und wir haben mal 733, dann passt das ungefähr. Ja, ne? Ja, ja. Weil kann ja sein, dass du da vielleicht ein bisschen höher bist, ein bisschen tiefer von der Meereshöhe, obwohl das wirklich schwer zu schlagen ist, ne? 1002 Hektopascal. Ja. Und die effektive Leistung, die jetzt wirklich auf der Straße gedrückt hat, waren in dem Moment 766 PS. Mhm. Und damit, denke ich mal, ist schon okay. Kann man sich auf jeden Fall blicken lassen. Ne? Aber die 1035 Newtonmeter finde ich gut. Ja. Guck mal, und hier habe ich es nochmal übereinander gelegt, ja, dass man mal sieht, wie das von der Charakteristik zur Serie aussieht. Und ich sag mal so, da können wir noch nicht meckern. Ne? Mhm. Hier sieht man halt schön die alte Kur. Also ich sag mal, wenn wir uns jetzt das Integral dazwischen angucken würden. Genau, das Delta. Das ist auch das, was man beim Fahren so spürt. Ne? Genau. Weil man fährt ja nicht immer nur hier zwischen 6 und 7, sondern der fährt ja schon so zwischen 4 und 6 immer so in den Dreh. Ne? Genau. Und da ist natürlich schon deutlich... Ja, und was ich immer so faszinierend finde, ist ja das hier. Guck mal, in der Serie fährt er hier hoch und hat hier seinen Peak. Mhm. Ja? Und jetzt guck dir mal dieses Delta an, dieses hier. Und dann zieht er hier lang. Ne? So. Und man darf nicht vergessen, guck mal, die Serien-Maximalleistung hast du jetzt ja 2000 Umdrehungen früher. Ne? Ja. Oder machen wir einmal ein bisschen runter, oder sind es 1000 drin? Das machen wir anders, dann machen wir so, zack. Guck mal. 1000 drin früher. Mhm. Genau. Nee, locker, 1500. Ja, also mal hier haben wir jetzt praktisch, sag ich mal, jetzt bei 6000. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, so 1800 Umdrehungen früher ungefähr, ne? Bei 4,2 haben wir die jetzt schon. Mhm.
Und das ist auch das, was man merkt beim Fahren. Ne? Ja, ja. Ja. Das über das ganze Drehzahlbrand. Und was sind schöner ist, und guck mal, wir haben ja noch nicht mal so viele Lernwerte gehabt, ne? Und das ist das, du siehst ja, hier ist das ja so ein bisschen kurvig, mhm. ne? Warum auch immer. Und hier haben wir wirklich eine schöne Billabong-Kurve. Mhm. Mhm. Aber das gefällt mir ganz gut. Mhm. Ja. Ja. Einfache Sache, ein großes Ergebnis. Passt. Also. Steckt natürlich viel Erfahrung hinter, muss man auch mal sagen. Ein bisschen. Ich denke mal, der eine oder andere wird sich da schon erstmal langsam rantrauen müssen, bis man das dann genau so hinbekommt. Ne? Ja. Und du könntest jetzt theoretisch, beziehungsweise falsch, normalerweise guckt Sascha jetzt noch in die ganzen Messwerte rein, die wir gelockt haben. Und normalerweise saßen wir früher immer noch mal stundenlang da rum und haben dann wirklich an den Stellen, wo ihm was nicht gefallen hat, das in der Software noch mal angepasst. Genau. Ist aber hier theoretisch nicht so extrem notwendig. Nein, nein, nein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses leichte Abfallen hier oben raus, ja. oben raus weg haben wollen würde, würde ich jetzt in die Aufzeichnung reingehen, würde mir jetzt gucken, den Bereich, ich sag mal so, keine Ahnung, 5, 6, warum fällt da ab? Vielleicht habe ich doch noch einen Tick zu wenig Zündwinkel und würde da versuchen, praktisch mit dem Zündwinkel zu arbeiten, dass ich es gerade gezogen kriege. Und ich sag mal, bei so einem Motor, 4 Liter, Biturbo, ich sag mal, du stellst hier zum Beispiel 2,25 Grad Zündung, gebe ich dir Brief und Siegel schlagartig nochmal 15 bis 18 PS. Und wir haben es halt auch eben gerade beim Fahren selber gemerkt, wie schnell das Ding lernt. Also es ist wirklich so, einmal Gas geben, zack, gefühlt gleich 5 PS mehr. Genau, genau. Und ich sage dir, wir messen das Ding nochmal in 4 Wochen, ist das hier gerade. Ja. Spätestens, wenn Daniel jetzt damit nach Hause gefahren ist, hat er auf jeden Fall alle Lernwerte gebildet, die es so irgendwo im Universum gibt. Genau, richtig, so sieht's aus. Wie viel hat er von hier nach Hause? 150 Kilometer? Ja. Ja, das reicht. Aber um die Uhrzeit wird der da schon knallen lassen. Meinst du? Ja. Ist leer? Ich kenne ihn. Okay. Ja gut, okay, davon mal abgesehen, ja. Ja, so viel zum Thema R6, Softwareoptimierung. Was da so geht, wie das Ganze fährt, wie es knallt und so weiter. War ein cooler Tag. Auf jeden Fall. Schön, dass du hier warst. Sind ja auch immer ein paar Kilometer. Ja gut, hat sich ergeben. Ne? Danke Daniel, dass du uns dein Auto gegeben hast. Genau. Und ja, wir haben noch ein paar Sachen vor dieses Jahr. Wir haben noch ein paar Sachen vor, lasst euch überraschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, das ist alles anders. Sofort gemerkt. Ja.